Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3 mit Detective Geralt und Detective Pete und Detektivin Ceres. Wir müssen herausfinden, wie die Berserkerbären das schöne Fest unterbrechen konnten und folgen gerade einer heißen Spur. Elsewise the warriors will take matters into their own hands. Castle's a buzz already. Think they'd attack Croc openly? My father or each other? All in the finest Skellige tradition. Haven't had a good civil war in ages. Ja, das wär's doch jetzt im Krieg gegen die Nilfgaarder. Schönen Bürgerkrieg. Kommt doch wie gerufen. Wollen wir mal lieber in den Keller gehen mit Ceres. Knew there'd be trouble. It was all too calm. Funny. Arnvold said the same. For a feast to be any good, mead's gotta flow. But so does blood. Might say he got his wish. I really hope Hjalmar's doing something useful, not just looking for a fight. Relax. Your brother's impetuous, not stupid. Na, hoffentlich. We keep the poison at the cellar's other end down below. Come, I'll show you. Right behind you. That's a relief. Blood and mushrooms. Think we can find out where this barrel came from? Looks different. What the? Shit. The spirit! There's another case behind the barrel, but they're too heavy. We'll never move them. Don't intend to. Gott sei Dank ist hier eine Höhle, ey. Wir wurden hintergangen. Achso, Moment. Magic. Somebody's damn desperate to bring our investigation to a quick end. This is a secret passage. One rarely used, more like. When Hjalmar and I were little, we'd play here. Once. Bygone days. Das nehmen wir doch gerne mit. So, Ceres, dann führ mich mal. When I get my hands on that pyromaniac. Let's think. They had to use the entrance we used. Maybe they left some prints behind. Maybe. When the door slammed shut and the fire broke out, did you hear a bottle shatter too? No. But I've no witcher senses at my disposal. You must hear the hair growing on my head. I try not to eavesdrop. Anyway, entrance is worth checking. Come on. Okay, wir haben es zumindest erfolgreich aus dem brennenden Keller geschafft. Ich hoffe, der wurde mittlerweile gelöscht. Jetzt versuchen wir herauszufinden, welches Scheusal so unverschämt war. Oh. Könntest du diese Tür bitte öffnen? Someone walked through the mead. Achso. Fußspuren? Trail breaks off. Need to find another clue nearby. Something else to follow. Must have felt his clothing rip, but was in a hurry. What's this? Piece of cloth. No. It can't be. What is it? Arnvald's tunic. Only he wears this kind. Sure about that? Saw him in the main hall with the servants. Let's go. So geht das aber nicht, Arnvald. Grab a horse, we'll chase him down. Wo ist Plötze? Okay, wir reiten auf Plötze. Die Sau. Arnvald! Stop, damn it!
doubt he'll listen. When I get my hands on him. Run, Roach. Nein, jetzt renn! You don't stand a chance. We'll see about that! Damn it. Das war ja schon mal nix. Come on, Roach. Who made that bait? Your plane! Do not get away! Verfolgen wir ihn mal lieber ganz normal. Mal gucken, wo er uns hinführt. Shit, he's fast. Shit, I'm faster? Seriously? Wow. Why do you betray them? Talk or I'll finish what I started. No Uncrit should ever sit on Skellige's throne. I know you better than others do. You're hot-headed, irresponsible. Skellige needs stability, a strong king. Not the kind a band of drunken jarls will choose. Curious. Never heard you voice that idea. But I do know one who never stops saying it. It's Berna Bran, isn't it? You were never a good liar, Arnvold. What was her motive? It's obvious. She schemed this up to get rid of the other claimants. Slander our clan in the process. If she succeeded, Svanrigger would have been left. The only claimant to Skellige's throne. We need proof. Your word against Berna's, that's not enough. Arnvold, help us. And I'll ask my dad to grant you an honorable death. I'll insist. I have letters from her. Instructions. How to poison the mead. But she never signed them. There's no seal. Will that be enough? It'll have to be. We shouldn't delay. Time to gather the Jarls. Na, da bin ich jetzt aber mal gespannt. Ich, vor allen Dingen auch, was der Bruder in der Zeit getan hat. Er wollte ja direkt zur Tat schreiten, weil er wusste, was abgeht. Angeblich. I've assembled the Jarls in Council as you demanded, Cerys on Crete. You claim to know who's behind the slaughter at Caer Trolda. Speak then. The blood of Skellige's sons and daughters. Whose hands does it stain? Berna Bran's. The lass is mad. Do you think anyone will believe you? You had them serve poison mead to the berserkers. I beg your pardon. The servants of Caer Trolda are not mine to command. 'Twas your father who called for the feast, who assembled the guests. There's reason in these words. Have you any proof to confirm your accusation? I've better. I've a witness. Arnvald. Cerys speaks true. Berner commanded me to poison the maid when Cerys and the Witcher descended into the cellars. You betrayed us. The clan that took you in. Good man. He's a servant to Uncrate, a lackey. He will say what they command him to say. He would lie for them even were he to pay for it with his head. Berner speaks true. Arnvald has served a Caer Trolder ever since I remember. Loyally, like a dog. I can vouch for Cerys. She's telling the truth. You? Yet another Uncrate lackey? Did Cerys entice you to cooperate? I can imagine how. Or has Crack paid you to smear my name? What did you say? Calm yourselves. After what I saw on Speaker Rock, I trust the Witcher more than I do you. You've that right. But it's no proof of my guilt. Got one more piece of evidence. A letter from Berna to Arnvald, instructing him how to spike the mead. It lacks my signature. It lacks my seal. But perfume soaked through the parchment. A very strong scent, you know. Still to be sensed.
Is this your proof, lass? Is this what you call evidence of my supposed treason? Don't make me laugh. Berna's right, Cerys. Tis all precious little proof of her wrongdoing. Alas, your brother Hjalmar also has not presented anything that could clear your family's name. We've but one path left to us. Holger, Lugos, it's time we quit this damn castle. Come, we must decide what punishment Clan on Crete will face. You're making a big mistake. Silence, Wanderer. Wait! Mother, you bade me to leave the hall before the feast. Why? Son, not now. Why did you do it? How did you know? How? You stand silent. You gave Cerys no credence. Gave the Witcher no credence. But you must give credence to a son who accuses his own mother. The massacre was her doing. She shamed herself. Me. The family. The clan. Svanrike, I did it for you. Only for you. You admit to this deed. As the eldest of the Jarls, I cleanse the name of Clan on Crete. And you, Berna Bran, I sentence to death. You will be chained to a rock to perish of hunger and thirst, and sea fowl will peck apart your remains. Holy shit. Berna had a lust for power, I knew this. But so strong as to commit such a crime. What about Svanrige? What's his fate? He'll lose his home, his name, his honor. He'll choose exile. Or death. But enough. Whatever comes, we must endure. I thank you, Geralt. Again. No need. Again. I'll not take any more of this modesty. This is a land of heroes. Let this remind you of that. And now, I must ride for Gedinnaeth, for the Jarl's Council. Time to pick a king. What do you think? Who'll get the nod? Come with me. See for yourself. All may listen to our deliberations. I do have a horse in the race. Can't refuse, to be honest. As I thought. Well, let's go. Naja, a horse in the race. Ich bin mir nicht sicher. Aber die junge Dame, das wäre schon was. Ich weiß halt nur nicht, ob sie akzeptiert wird. We're just in time. They've already started. Word long ago, we gave King Bran back to the sea. Today, our mourning ends. Today, by the grace of the gods and the clans, a new ruler takes the crown. Let us swear her fealty. Na, sieh mal einer an. Some would see another in my place. I thank those who stood at my side. Here, beneath the sacred oak, I pledge to be a good queen to the ones and the others. I want peace and prosperity to reign in Skellige. And I count on you to help me fulfill that dream. Cerys! 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 Oh, der Irre ist pisst. Das ist ja unfassbar traurig. Cerys! 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 Cerys!
Da freuen sich alle. Die Verrückten. Damit haben wir das hinter uns gebracht. Damit haben wir gut getan, finde ich. So. Dann können wir uns wieder etwas anderem widmen. Beispielsweise seltsame Bestie. Eine Quest, die wir offiziell schon erledigt haben. Aber dafür müssen wir uns erst nochmal das Anschlagbrett in Larvik ansehen. Und wenn ich mich nicht komplett vertue, gibt es da sowieso noch die ein oder andere Nebenquest. Genau. Von daher lohnt sich wahrscheinlich sowieso eine Reise dahin. Ich frage mich, ob wir die Wahl bzw. die Entscheidung der Leute ein wenig beeinflusst haben. Dadurch, dass wir im Spiel uns dazu entschieden haben, gerade ihr zu helfen und nicht ihrem Bruder. So. Beutezug in den Westen. Gute Männer, aufgepasst. Nächsten Lammers breche ich mit Grettir und Finnbjorn in den Westen auf. Die Ältesten behaupten, dort gäbe es nichts außer weites Meer, Riesenkraken und Schlangen. Aber ich bin ein Mann, der die Dinge mit eigenen Augen sehen muss. Wenn ihr das Abenteuer sucht, haben wir noch einige freie Ruder. Live. Söhne und Töchter von Skellige, wenn ihr einen Hai fangt, ziemt es sich nicht, nur die Flossen zu nehmen und den Rest ins Meer zu werfen. Solch eine Verschwendung ist eine Beleidigung der Natur und der Götter. Der Körper jeder getöteten Kreatur, sei es Wiesel oder Wal, muss vollständig verwertet werden, bis zum letzten Knochen und zur letzten Sehne. Von Moissac. Befehl des Jarls. Wenn ihr im Hintergrund einen Drucker hört, dann ist es der von Peter, der sehr laut ist. Ne? Wer ein nilfgaardisches Schiff am Horizont sieht, muss unverzüglich zum Dorf zurückkehren und mir davon berichten. Okay. Monster auf der Hauptstraße. Ich brauche einen Helden, einen Liebling der Götter oder einen Hexer. Jemanden, der sich nicht fürchtet, der grässlichen Kreaturen entgegenzutreten, die auf der Hauptstraße nach Larvik die Leute anfällt. Es erwartet eine Belohnung. Wer den Tod nicht fürchtet und in Balladen besungen werden will, der komme zum Dorfältesten. Thorleif, Sohn von Bärhauks. Sverre, du bleibst zu Hause, du hast schon genug angerichtet. Rennen zu Ehren der Modron Freya. Willst du Freya verehren und zugleich deinen Mut beweisen, dann nimm am jährlichen Heldenrennen teil. Die Priesterinnen und die Göttin selbst werden dich mit Gold und Segen überschütten. Sei kund und Wissen getan, dass nicht alle Teilnehmer die Ziellinie unversehrt erreichen werden. Wer schwangere Frauen, unvollendete Geschäfte oder Ehrenschulden hat, überlege besser zweimal, bevor er aufsattelt. Auftrag Morgvark. Söhne und Töchter der Freya, wieder ist ein Jahr vergangen, in dem Morgvark in den Gärten der Göttin sein Unwesen getrieben hat. Wer den Mut hat, dieses böse Wesen zu erschlagen, wird unter den Sterblichen berühmt werden und die Gunst der Unsterblichen erringen und erhält außerdem eine Belohnung aus der Schatzkammer des Tempels. Ja, ich würde ja gerne, aber es funktioniert ja nicht. So, nun holen wir uns unsere Belohnung für eine Tat, die wir bereits getan haben. Das fühlt sich doch gut an. You're a Watcher? I see it right. Greetings. Saw your notice. Huh. And they said, where you hang on that, ain't no one else gonna hunt that beast. But I showed him. Killed the beast that was troubling you. Merciful Freya. Horson's finally dead. Now, tell us. Was ist das für ein Handschuh? Was it a tough fight? Got any wounds need dressing? No, I'll be all right. Nothing new to the likes of you. Hard work, witcherin'. All right, your reward. This here's for you. Thanks. So long. Ha! Das Ausrufezeichen hier rechts ist Pferdrennen. Aber es war nicht das einzige Ausrufezeichen, was wir gesehen haben in der Nähe von Larvik. Oh, great and mighty Freya. Who are you? Why are you here? Could ask you the same. Places like this, usually home to necrophages alone.
They're corpse eaters, aye. And they grow bolder by the day. Crawl out to attack the living. We'll kill them all. Clear the mine with our swords in our hands. Honor our fathers in doing so. I'm a witcher. Could go with you and help. And steal the glory due us? No chance. Glory won't do much for you if ghouls are gnawing on your bones. When you're thinking it, makes sense. All right. You lead the way then. Hey. Für Ruhm und Ehre. Töten wir Nekrophagen. Und da sind sie auch schon. Ach, fuck off. Nee, so wollte ich das aber nicht hier. Okay, hässlichen Scheißbratzen. Holy moly! Das war ein Kampf über den... Oh Gott! Komm, zieh deine Dinger ein. Okay, oder nicht? Doch, hat er gemacht. Nice. Last one. Drag the corpses outside. Burn them. Other ghouls don't scorn their cousin's corpses. Aye. True. It's good you came. Seems Freya watches over us to have let you here. We're grateful, and will be for long. Folk are generous with gratitude, not so much with coin. Oh, aye. Sorry. Afterglow of the battle, we're still caught up. Damn, you slice them good. Here, for you. Thanks. Farewell. Schon besser, meine Freunde. Ein bisschen Kohle muss schon drin sein, dafür, dass ich hier quasi keine Erfahrungspunkte für bekommen habe. Beware, I'm going. Ihr habt hier zu tun. Hört mal auf, hier rumzugammeln. Ihr müsst hier ein paar Leichen beseitigen. Und ich muss noch ein bisschen looten. Hier komme ich gar nicht hoch, wa? Aber es gab noch einen Alternativweg, der nicht abgegangen wurde. Ich frage mich, wieso. Okay, primär wohl, weil er nicht der Rede wert war. Ja, das war doch gut. Was haben wir denn noch Feines? Die Familienklinge. Okay. Das Herz des Waldes. Stufe 22. Im Wolfspelz. Ja, würde ich gerne. Aus einem fernen Land. Finde heraus, was mit dem... Ach, ich erinnere mich. Oh, das würde mich ja interessieren. Lol. Achso, müssen wir dafür noch... Mussten wir dafür woanders hin? Weil das sieht ganz danach aus, als würden wir zur Schnellreisefunktion gebracht. Jawohl. Aber egal, das macht nichts. Wo ist das zweite Schiff hingekommen? Wir hatten das schon mal gesucht, wa?
Da, genau. His long search for Ciri led Geralt to conclude that Uma, the ugliest man alive and the victim of a curse, was the key to finding the young woman. Eine schöne Zusammenfassung, wie ich auch finde. Uma, der hässlichste Mann der Welt. Yuma, the ugliest man alive. Ich frage mich echt, was es damit auf sich hat, ey. Das werden wir in naher Zukunft definitiv auch herausfinden. Ich glaube, die großen und spannenden skellige Nebenquests haben wir bereits jetzt hinter uns gebracht. Ich wollte nur in dieser Folge jetzt nicht nochmal mit Hauptquest anfangen. Weil wir schon recht weit fortgeschritten sind. Oh, hier ist noch ein Ausrufezeichen. Okay. Kaganheim, help! You see Mainwood? Woman and plating. From far. Different talk, different cloth. Have I seen a foreign woman with a platen? Yeah, that. Foreign woman from distant parts. Why are you looking for them? They bad. Run from punishment. Evil only. Ill fortune. They hear woman and platen. Hear evil and ill fortune. No, haven't seen anyone like that. I must find foreign woman with platen. I give gold. Okay. Es gibt gar keine neue Quest. Faszinierend. Das ist ja mal ein Radius, den wir hier zu untersuchen haben. Finde heraus, was mit dem zweiten Schiff passiert ist. Ist es überhaupt bis hier gekommen, ist die Frage. Ist es das? Crest is on the sunken ship. Tracks are old and faded. A woman and child dragging their feet. Ja, das ist ja das, was wir auch aus den Aufzeichnungen entnommen haben. Sie wurden verfolgt. Es waren zwei Schiffe unterwegs. Eins ist bereits untergegangen. Davon haben wir auch ein Crewmitglied gefunden. Oh, ist es hier schon? Chillt die da einfach ein bisschen rum? Wait, what? Bleib mal entspannt! Hey! Nicht wegrennen! Fremde. Ir within dot oifi kiast. Nididik in a gale. What are you doing here? I seek them. Woman criminal. Child not hers. She took. Why should I believe you? And Gorved! Gorved! No believe her! Criminal! Must to die! I take Platin home. What did the woman do? Why do you want to take the child? Matter for King. Dergelek. You not know. Ja, wow, jetzt. Weißt du, kann ich nicht erst sagen, so, stopp! Halbzeit, Pause! Wir müssen uns kurz unterhalten. Nein. Ich muss mich jetzt hier entscheiden. Ja, dann fuck off. You can't hurt the woman or take the child. I won't let you. Felly, Gadale, it all fault. Ja, du tot. This for me. Fiendig Effi. Deilig Chi. Thanks. Dielik Ido.
Wait. Ich werde jetzt also nicht erfahren, was es mit dem ganzen Bullshit auf sich hat. Habt ihr das gehört? Okay, ich muss mal kurz in die Quest gucken. Ach du heilige Scheiße. Okay, das sind eine Menge Quests. Ich muss mal jetzt nicht kurz in die Quest gucken. Holy moly, ey. Okay, wir haben jetzt die Familie gerettet und ich habe keine Ahnung, was es damit auf sich hatte. Wirklich null. Ich höre nur ein Monster, aber ich sehe keins. Das macht mich ein bisschen wuschig. Ach, da sind nur blöde Neckar. Okay, schauen wir uns mal unser Questlog an. Wir haben hier weiterhin namenlos. Der Bug ist klar. Meisterliche... wir haben eine Quest abzugeben. Richtig. Schön, dass wir die Quest schon machen konnten. Aber bis wir mal meisterliche Rüstung tragen, das wird ja noch ewigst dauern. Das führt uns jetzt ja witzigerweise genau dorthin, wo auch die Hauptquest weitergeht, nicht wahr? Wenn ich mich jetzt nicht komplett vertue. Denn hier haben wir Uma zuletzt gesehen. Ich frage mich, ob der Bloody Baron nochmal irgendwann auftaucht oder die Moonen. Die Moonen müssen irgendwann nochmal auftauchen. Beim Bloody Baron bin ich mir nicht so sicher. Wobei es cool wäre, zu wissen, was mit ihm passiert. Und so weiter und so fort. So, Junge, geh mir aus den Augen. Bin mal gespannt, was die Questbelohnung ist. Ob wir irgendwas außerordentlich Großartiges bekommen. Servus! How may I assist you? Went to Undvik a while ago. Found these. Well, goose kick me. These look like the real thing. Because they are. Look at the markings. Authentic. How did you get them? Wasn't easy, so I'm hoping for a good price on that armor of mine. Harman Ep Gronika, Lieutenant General of the Second Mounted Army. Welcome to our humble establishment. A true honor to host one of such renown. I've heard the General's a connoisseur and collector of armor. This is true, and they call you a master of the craft. All too kind, sir, truly. I need a suit of armor, heavy, able to withstand piercing projectiles. Piercing projectiles? Bolts, you mean? That ain't easy. Needs a special alloy. Tempering. The new tools. We can do it. Stoke the fire. I'll ready the rest. Bold, your worker. You allow her much. You know how it is, General. Good help's hard to come by. We should go outside. There's business to discuss. It's always the same. I've had enough. Enough? They treat me like I'm nobody. The menial labor. Truth is, the Nilfgaardian, the one Fergus is kissing up to, I'll have to craft his armor. Yours too, for that matter. So what's Fergus do? Horseshoes, nails, not much else he can do, seeing as he cocks up simple bungs. But in the end, they call him Master. No one'd ever think I could be a skilled armorer, a human and a woman to boot. A dwarven blacksmith, oh, that's another story. If that's the case, stand your ground. Don't let him treat you like this. I won't. Not anymore. He can craft the Nilfgaardian's armor himself. I'll make another suit, and we'll see which one's better.
I need but one thing I can't get on my own. Would you help me? Depends what it is. To finish the armor, I'll need to harden it, quench it in a bath. Oil's what we usually use, but I want to use acid. Kiki Moors and Arch Griffins spit acid. Arch Griffins? Draconic Griffins, you mean? Baron's men came by a few days back, said they'd seen one north of Crow's Perch. It had killed some folk out there. Eventuell habe ich den bereits getötet. Bound to be a notice posted for the Griffin anyway. Could kill two beasts with one stone. Fine, I'll see what I can do. Bring me the acid and I'll prove I'm better than Fergus. And I'll craft armor for you, lots of it. The kind no other armorer can. Okay. Habe ich die jetzt schon? Oh! Sorry, no time to chat. I've got to finish this. Damn it. Habe ich nicht. Wo wurde einer gesehen? Ach, da. Ne, da habe ich keinen gekillt. Ja, dann. Auf, meine Freunde. Wieso haben wir hier neue Sachen überhaupt? Bekanntmachung hiermit sei zu wissen und der... Moment. Ernsthaftigkeit. Hiermit sei zu wissen und kundgetan, dass jeder, der seine feudalen Abgaben an die Burg nicht leistet, hart bestraft wird. Peitschnebel. Wir haben 5 neue... Kenne ich doch alles schon. Greif im Hochland. Lest dies genau durch, wenn ihr gutes Geld machen und eure Mitmenschen helfen wollt. In den Hügeln nördlich von Krähenfels treibt eine Bestie und Wesen vermutlich ein Greif. Wer sie tötet und dem Quartiermeister von Krähenfels eine Trophäe bringt, bekommt eine angemessene Belohnung. Wer sich dagegen nicht um seine Mitmenschen schert und auch nicht den Mumm hat, einem Greif entgegenzutreten, der halte sich fern, sonst endet er als Abendessen der Bestie. Was wohl bedeutet, dass Selbstmörder ruhig zum Monster gehen und ihr jämmerliches Leben beenden können. Ich weiß auch nicht wieso, aber Quartiermeister und diese Wortwahl, die haben mich irgendwie an... Ich habe mit denen irgendwie eine negative Konnotation gehabt. Sagen wir es mal so. Ich denke mal, der Erzgreif ist der gleiche Erzgreif. Von daher, wie Geralt so schön gesagt hat, 2 Fliegen mit einer Klappe. Ich weiß nicht, wieso wir überhaupt... Wieso zum Teufel gehe ich? Wir müssen mega weit. Ich sollte wahrscheinlich nach Heidfelde reisen. Deswegen, Gott sei Dank, habe ich Plötze gerufen. Der Weg war nämlich weit. Ich habe Velen vermisst. Also Novigrad ist eine fantastische Stadt, aber die ist mir irgendwann am Sack gegangen. Primär, weil die Geschichten, nenne ich es jetzt mal, die wir dort erlebt haben, die waren doch primär listiger Natur. Es wurde sehr viel geredet, sehr wenig getan. Und das ist an sich jetzt nichts unfassbar Schlimmes, aber ich genieße es, ich habe es doch sehr genossen, ich genieße es wahrscheinlich auch weiterhin, auf Skellige die Aussicht zu genießen, Monster tatsächlich zu jagen und so weiter und so fort und nicht durch Kanalisationen zu gehen. Wow, den haben wir geköpft. Respekt an uns. Deswegen finde ich ehrlich gesagt Novigrad den schwächsten Teil von The Witcher 3. Aber das heißt auch nichts. Wenn ich sage den schwächsten Teil, dann meine ich immer noch besser als nahezu alles andere, was auf der Videospielwelt, auf dem Videospielmarkt aktuell existiert. A hand, that's it. Archgriffins had a veritable feast. Na, aber die Hand hat er übrig gelassen. Mag da wohl keine Hände. Seems Mom didn't teach this little Griffin not to play with its food. Das kann ich übrigens immer noch nicht besonders gut leiden. Wait. Wieso aktualisiert sich das hier nicht? Ich meine, ich habe einmal ein Video gemacht darüber, wie meine Freundin Archgriffins had a veritable feast. Frecherweise mir eine Torte ins Gesicht geklatscht hat.
Soweit, so gut. Das war eine Bestrafung von Challenge Strike, aber generell kann ich es irgendwie nicht hundertprozentig leiden, wenn mit Essen Quatsch gemacht wird. Also wenn Essen halt krass verschwendet wird. Must have lost it when taking off. Hopefully its nest is nearby. Ich weiß auch nicht so genau warum. Ist jetzt nicht so, als wenn ich irgendein Kriegsopfer wäre, so wie meine Urgroßmutter. Die, also Beispiel, wenn ich satt bin, höre ich auf zu essen. Ich esse keine Sachen auf, nur weil ich denke, och nö, die Kinder in Afrika würden für dieses Essen sonst was tun. Weil, nur weil ich mich überfrace, heißt das nicht, dass die Kinder in Afrika da irgendeinen Vorteil von haben. Aber nur Quatsch machen essen ist auch nicht so mein Ding. Alter, dieser Griffin haut mal ordentlich rein. Griffin! Jawohl, tu mir weh, genauso will ich's. Oh. So jetzt auch wieder nicht. Wow, nicht mal das kannst du. We did it. Giddy up. Wait. Bevor wir runtergehen. Beispielsweise, weil sie nur noch mal, um ganz kurz darauf zurückzukommen, was diese Essensgeschichte angeht. Beispielsweise habe ich mal ein Video gesehen von jemandem, der Essen eine Toilette heruntergespült hat. In Amerika, nur weil er zeigen wollte, wie schlecht oder einfach nur wie bescheuert das aussieht. Also das waren so 6-7 Torten oder so. Wobei das ist auch irgendwie total... Keine Ahnung, ich habe auch schon ein Video gemacht, wo ich eine Torte verschwende. Also eigentlich darf ich gar nichts darüber sagen. Essen ist eine komplizierte Geschichte. Ich freue mich nur darauf, dass wir gleich einen vernünftigen, meisterlichen Rüstungsschmied haben. Dann haben wir einen meisterlichen Rüstungsschmied und einen meisterlichen Waffenschmied. Come on, Roach. Obwohl wir noch sehr weit entfernt sind von meisterlichen Rüstungen. Aber egal. Hauptsache schon mal haben. Hauptsache generell besitzen. Ob man es benutzt oder nicht, ist immer noch was anderes. Ist wie mit Steam-Spielen. Ist das gleiche Prinzip. Servus! Oh, ich habe heute Morgen bayerisch zum Frühstück gegessen. Richtig schön. Also, das war natürlich... Also, es war eine Weiß... Oder es waren Weißwürste, die ich halt im Supermarkt gekauft habe. So eingeschweißte. Jeder Bayer wird sich angewidert jetzt umdrehen. Aber hier in Köln ist es halt das Beste, was wir bekommen. Und so schlecht fand ich es nicht als Nicht-Bayer. Ich fand es super lecker. Und dann habe ich mir halt noch Brezen geholt und süßen Senf. Und dann habe ich heute Morgen die Weißwürste zubereitet. Schön im Wasser gesiedet. Oder im siedenden Wasser gegart. Und schnabuliert. Das war geil. Hallo Quartiermeister.
fancy a gander at our little stockpile? Nö, ich hab den Greifen getötet. Heard you had a griffin problem. Aye. Killed some villagers north of Crow's Perch. Folk came complaining to the Baron. He finally wearied of all the lamenting, offered a reward for the beast's head. Good thing, too. I could use some crowns. Well, folks say all kinds of shite about you lot. But gotta give a witcher his due. Here. Fair pay for a fair day's work. Ja, so wie sich das gehört. Wäre jetzt noch schöner gewesen, du Luder. Was haben wir denn überhaupt bekommen? 25 Kronen! Das ist natürlich schon eine ausgesprochen krasse Bezahlung. 25 Kronen. Da können wir uns doch glatt eine Dreiviertel Note von kaufen. You're back! So, got the acid? Mm-hmm. Use it carefully. It's about as caustic as things come. I know. It's burned many a man where I come from. Armor's ready. Now for the last touch. We'll soon see who's better, Fergus or me. Ich glaube, ich weiß jetzt schon, wer besser ist. It's done. Looks very professional. Welcome, General. Armor's all ready. Came out splendid, if I do say so myself. Wow. Rather coarse. I trust the appearance does not reflect the quality. General, I've also made a suit, if you please. What is the meaning of this? General Joanna is the master artisan, not Fergus. She crafted this armor to prove it. For God's sake, Joanna! What do you think you're doing? Temeria remains a wild land, it seems. Insubordination of this kind is not something we Nilfgaardians allow. If I may, General, I am Fergus's subordinate in appearance alone. It's what we agreed, as few would ever believe a woman to be a better armorer than a dwarf. You are right. I, for one, do not think it possible. But you are confident in your abilities. Let us put them to the test. Not on dummies, in live combat. Oh, quite a crowd. You there, put on this armor. I'm just here to show me yours. Mine is not a request. Oh no, I crafted this armor for a man. It can't fit me properly. Then find another to wear it. Geralt, will you help? I want to know more about the test. I ordered armor that would stop bolts. How do you think I intend to test it? Geralt, you've nothing to worry about. This armor will easily withstand a bolt. Acid hardened. They need a ballista to pierce it. Help me, please. Mein Vater hatte mal Interesse an einer Armbrust und wollte eine kaufen. Und dann ist er zu einem entsprechenden Laden gefahren, hat sich mit dem Verkäufer unterhalten und dann hat der Verkäufer erzählt, dass ein Armbrustbolzen 4 Leute, die in einer Reihe stehen, durchdringen kann und würde aus dem 4. immer noch rauskommen. Und dann hat sich mein Vater dazu entschieden, dass er doch keine Armbrust haben möchte. Nichtsdestotrotz werde ich jetzt dieser Rüstungsschmiedin helfen. Fine. Hope I won't regret this. Don your armor, both. I will await outside. Bloody hell. Used to be wagon I just came here to show me yours. Loaded with all kinds sexy of armor. Smoked bacon, lard, sausage. Now it's acorn flour and tufts of burdock. And all you can trade is... Armor that stops bolts? Compensate the man. Now, let us see what this other suit is worth. Das war daneben. Little prick. Some manager is trying to grip me. Der hat mich nicht mal getroffen. Ich kann mich tatsächlich gerade nicht bewegen.
Used to be wagons showed on market days. Ernsthaft jetzt? Spiel? Willst du mich verarschen? Okay, Freunde, wir sind zurück. Gucken wir doch mal, was jetzt passiert. Mal gucken, ob Harmon, App, Grönekan ihn hat er mal zumindest wieder getroffen. Jawohl, Respekt. Du kannst ja doch treffen. But these armor's rubbish. Stand. I wish to see the armor. Not even a dent. I am not easily impressed, but I must admit you have succeeded, my dear. Where to, dwarf? You must hear this. The forge is now Miss Joanna's. She will also assume all Nilfgaardian army requisitions. Is that clear? Aye, as day. Your pay for the armor. I will send a man to collect it. I'll be going too, methinks. Just get my things. Wait. We needn't part ways, Fergus. You've been a good helper. We could go on that way. But without the lie. We did make quite the pair. Well then, go stoke the fire. We've got a customer. He needs armor fit for a witcher. You weren't certain the armor would protect you. Admit it. Master craftsmanship's something I trust in, something I strive for myself. Wouldn't have asked for legendary tools from Undvik and Archgriffin Acid if you didn't know what you were doing. Thank you for trusting me. Give us a few days and your armor will be ready. Come on, let me help you get out of that. Hey, wir bekommen eine großartige Rüstung. Dir stehen jetzt die Dienste eines meisterlichen Rüstungsschmieds zur Verfügung. Warte einen Tag, während Joanna deine Rüstung schmiedet. Okay. Nichts leichter als das. Und Fergus stand die ganze Zeit neben uns und hat sich geärgert. Geralt, good of you to come by. What can I do for you? My armor coming along all right? It's ready. I've reinforced the joints and bathed it in acid, as my clan's tradition demands. Thanks. How much do I owe you? Oh, please. I'd not be here if it weren't for you. It's a gift, in thanks for what you did. Take it, and may it serve you well. Thanks. And you take care. Hurra, ich bin überlastet. Hexenjägerrüstung. Oh, die kann ich noch gar nicht tragen. 27 plus 21 Schutz. Mit einigen Resistenzen. Nun gut, dann ist dem halt so. Nichtsdestotrotz haben wir mal wieder einiges geschafft. In der nächsten Folge geht es dann weiter mit der Hauptstory. Wir schauen mal, was es mit dem hässlichsten Menschen der Welt auf sich hat. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und haut rein.